Hi und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von WoW. Ich habe meine Facecam angelassen, ich bin doof. So, wieder im Live-Let's Play. Darum ist die Facecam auch noch angewiesen. Moment, ich verzeuche mich. Sekunde. Und lasse ich sie an. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Hallo YouTube. Glub, du bist nicht... Das ist immer... Der Chat ist nicht mit eingeblendet. Man sieht dich leider nicht, dass du Hallo YouTube schreibst. Nein, ich glaube, es ist ein bisschen... Ich mache die Facecam aus bei WoW. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. In Ruhe vorlesen und so. Das ist... Was kann man wieder fleetzig hier hinsetzen? Okay. Okay, wo waren wir gestern? Herz von Nais. Ah ja, ich muss einen Boss besiegen, alles klar. Wir müssen einen Boss besiegen. Und diese eine Magierin. Oh, weißt du, was schön wäre, wenn wir das Gebiet heute fertig bekommen würden? Oh, das wäre insane gut. Komme ich dahin, ohne dass ich angegriffen werde? Wahrscheinlich nicht. Please, don't. Don't touch me. Don't. Greifst du mich an? Ja, natürlich greifst du mich an. Aua. Ah. Scheiße. Nein, geht weg. Geht weg, lass mich in Ruhe. Ah. Ja, kommt doch alle gleich. War eine Hausparty hier. Nein, mein Wolf ist tot. Oh, dieser Schmerz. Schön, dass du noch da bist. Der andere ist tot. Toll. Kuckuck. So, ich bin wieder da. Heile, heile Kätzchen. Ganz, ganz schnell bitte. Ja, danke. Ich leg mir auch mal einen Trank rein. Wo sind meine ganzen Tränke? Mein ganzes Zeug ist weg. So, dann let's go. Jetzt. Angriff! Au. Au. Wieso ist eigentlich mein Wolf so schnell draufgegangen gerade? Hat die gerade so einen exorbitanten Schaden gemacht? Ist eigentlich Babywölfchen dabei? Ja, Babywölfchen ist dabei. Ja, wie welche. Oh Gott. Jetzt stirbt doch. Nein, ich muss ja noch looten. Jetzt ist er zu weit weg. Ach, Kacke. Da. Ah. Ich habe mich heute wieder gemütet gehabt. Ich habe es noch gemerkt. Ich bin mal ganz schön das. Ich habe die falsche Taste gedrückt, ey. Ich muss aufpassen, damit das nicht passiert. Ganz kritisch. So. Okay. Das könnte ich nochmal beschwören, ne? Glaube ich. Bereit zur Abgabe. Ja, stimmt, ich habe die Kugel nicht mehr, dass ich sie rufen kann einfach. Okay, dann müssen wir jetzt zurückfliegen. So. Das beschwört ja jetzt nur den Dude, ne? Beschwört den Wasserelementar Nayas. Ja, genau. Okay, müssen wir zurückfliegen. Ist ja gar kein Problem. Also ich habe die Folgen vom gestrigen Live-Let's Play mal ein bisschen durchgehört. Und das passt. So, ich denke, Live-Let's Play können wir in Zukunft öfters mal machen. Vielleicht einfach so abends, dass ich abends mal irgendwie 2-3 Stündchen WoW spiele und das als Live-Let's Play mache. Ich denke, das ist ganz, ganz schön und ganz angenehm. Vielleicht auch ganz chillig zum einfach im Stream lurken und einfach ein bisschen beschallen lassen. Wenn ich so die Geschichten vorlese und das alles. Ich denke, das ist vielleicht ganz gut. Das ist ein Luftschiff, was hier im Baum hängt. Das ist eins von diesen Luftschiffen, die... lol. Eins von diesen Luftschiffen, die da vorne, da, was da rumfliegt, was rüberfliegt nach Kalimdor. Ach cool. Das hängt hier im Baum. Da haben sich aber richtig hart verflogen, die Jungs. Und was ich vielleicht heute Abend mal gleich mal angehe, ich muss mal meine ganzen Add-ons für WoW aktualisieren. Ich will auch mal wieder hier bei der Karte aktivieren, dass ich die Pets sehe, die in meiner Umgebung sind, und ich muss das wieder mal alles einstellen, ey. Das triggert mich. So, erstmal der hier vorne. Hi. Lust auf ein Glas? Hier ist der Toten,
dieses Totem, was du haben wolltest. Berin betrachtet die Inschrift auf dem Totem. Ich glaube, ich kann die Worte lesen. Faszinierend. Zul'Kalu, Mahamba, Pokayen. Was sind das für Namen? Ja, große Preisfrage, ne? Ah, das müssen die Namen ihrer Totemwesen sein. Der Tiere, die sie den Geistern zuordnen. Mal sehen. Mahamba als Wasser, Zul'Kalu als Erde, Pokayen als Luft, Feuer? Diesen Teil kann ich nicht entziffern. Ich würde gern mehr über ihre Geister erfahren. Hier in der Nähe, in den Ruinen von Xi, haben die Blutskalpen ein Lager errichtet. Vielleicht könnt ihr dort Einzelheiten herausfinden. Bleibt sauber. Kann ich mal probieren, ja. So. Zu dem Opa. Hi, wie geht's? Hier sind die Fetische der Xi. Alles klärchen. Die verschaffen uns ein wenig, wie heißt das noch gleich? Trollwort? Voodoo? Juju? Tikalabagen? Ist egal. Wenn wir einen Troll neu erbauen wollen, brauchen wir Trollmagie. Und diesen Fetische sind voll davon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Die Seele ist bereit, der Körper jedoch nicht. Für einen Schädel, der so wohlgeformt, so wunderbar und so schön wie dieser ist, brauchen wir einen passenden Körper. Gansula, der Häuptling der Blutskalben, ist durch brutale Gewalt auf den Thron gekommen. Sollte er noch leben, werdet ihr ihn in Sulkundar im Westen finden. Seinen Körper zu rauben, wird nicht leicht sein. Aber eine kräftige Jägerin wie ihr wird das schon schaffen. Bringt ihn hierher, wenn ihr fertig seid. Alles klar. Kriegen wir hin. So, du da. Braucht ihr etwas? Hier ist das Herz von Nais. Man sieht sich. Meine Kollegen von den Kirin-Tor werden sich freuen, dass das Herz nun uns gehört. Danke für eure Unterstützung, Naisa. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Schönen Tag. Was hast du mir jetzt gegeben? Ist das gut? Das ist scheiße. Wie kann man Inventar immer so schnell vollmüllen, ey? Das ist doch... Kann ich euch helfen? Unteroffizier Yavona. Jova. Ich habe vernommen, dass ihr bald nach Sulkunda aufbrechen werdet. Ich habe eine kleine Aufgabe, die ihr dort erfüllen könntet. Die Trolle werden zu zahlreich für das Schlingendorntal. Die Blutsgalben im Westen, die Schädelspalter im Osten. Sie ergießen sich aus ihren Ruinen in den Dschungel und zerstören das natürliche Gleichgewicht der Region. Es wird Zeit, dass wir dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Sulkunda ist die Hauptstadt der Blutsgalben. Dort werdet ihr die höchstrangigen Blutsgalben finden, reduziert ihre Anzahl und kehrt zu mir zurück. Das ist eine relativ simple Aufgabe, die mache ich doch glatt. So, wo ist denn jetzt hier was? Okay, gehen wir erstmal dahin. Dann fliegen wir da hoch in das Gebiet. Ich sehe irgendwie nicht, dass wir das Gebiet heute fertig bekommen. Ich freue mich einfach auf alles, was danach kommt. Also, ich habe nochmal nachgeguckt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Sind wir ja gerade in der Zeitlinie vom Kataklysmus. Ja. Vor dem Kataklysmus kommt eigentlich noch Wrath of the Lich King, wenn ich mich recht erinnere. Und Burning Crusade, wenn ich mich nicht verhaue. Dann würde ich sagen, machen wir hier nach, also wenn wir das fertig haben, den Kataklysmus, machen wir dann Burning Crusade als nächstes. Ja? Dass wir die Zeitlinie dann wieder ein bisschen einhalten. Ich wollte dann mit dem Kataklysmus anfangen, weil der Kataklysmus halt erstmal die Grundwelt ist quasi so. Ne? Das ist halt erstmal so diese... Die Grundkontinente, die halt schon damals da waren. Das ist halt, ne? Darum dachte ich mir so, dass das vielleicht erstmal angenehm ist. Was müssen wir jetzt hier alles töten? Ikone von Zul'Kula, Ikone von Mahamba, Ikone von Pui. Okay. Ich glaube. Kriege ich die jetzt von euch oder woher kriege ich die? Strauchdieb. Okay, von dem muss ich die droppen anscheinend. Na toll. Das kann dauern.
Wieso? Ich habe meine Skillpunkte immer noch nicht verteilt. Okay, heute nach dem Stream. Heute nach dem Stream muss ich meine Dings mal verteilen. Unbedingt. Komm, gib mir was. Yo, ich hab was. Ich habe das Gefühl, meine Wölfe kriegen hier richtig auf den Deckel. Obwohl sie eigentlich nicht so auf den Deckel kriegen sollten. So, du gibst mir jetzt die letzte Ikone, bitte. Gib, 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 gib. Ich will mich näher ranzuziehen. Mein Leid. Da hinten. Angriff! Jepatsch. So, Kollege, du bist dran. Wieder suchen, ey. Geh mal in die Richtung. Da müssten ja noch welche sein, hoffe ich. Nur in der Richtung sollten noch welche sein, laut Gebietsanzeige. Ach, da in der Ruine sind die doch. Ah, in der Ruine werden sie sich verstecken. Und da haben wir schon. Komm mal her. Ich will nicht da so nah ran, bitte. Ich will nicht alle Trigger. Gar keinen Bock drauf. Come on! Lass mich jetzt nicht um die scheiß Ikonen betteln. Einfach Snack und weg. Jawohl. So. Haben wir. Und Abgang. So, nächstes. Da hoch. Da oben. Gehen wir über die Baumkronen, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. So. Machen wir das hier vorne direkt. Hier unten geht irgendwo der Weg hoch, ne? Ja, genau, hier unter den Bäumen ist das. So, Sturzflug, Angriff. Mystiker der Blutskalben. Okay, sollen wir richtig viel killen. Ach du Scheiße, das viele hier. Wo ist denn das andere? Den Chef müssen wir umbringen. Gehen wir mal zum Chef. Gehen wir direkt an die Spitze des Vereins und bringen erstmal den Chef um die Ecke. Der ist hier hinten irgendwo. Da ist er. Da ist der Chef. Au. Wer hat mich angegriffen? So. Der Chef von dem Verein. Gehen wir dann an die höchste Stelle, gehen wir hier gleich. Guck mal. Dann kloppen wir uns hier vor zu einfach. Ja, du kannst zu dem Zeitpunkt, du bist ja nicht so weit, hast noch nicht so viele Assassin's Chars oder so, und kannst zu dem Zeitpunkt, wo du hier bist, noch nicht fliegen. Du musst dich durch diese ganze Grütze kloppen, nur um zu dem zu kommen. Ach, das war damals noch lustig, ey. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich werde wahrscheinlich gleich mehrere triggern, wenn ich jetzt hier angreife. Nein, lass das. Vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Stopp. Ich habe kein Ziel. Okay. Ich loote mal nebenbei so ein bisschen. Oh, der hat Gold gegeben. Ist der kleine Raptor eigentlich ganz mehr dabei? Haben wir die Quest fertig gehabt von dem? Ich glaube, ne? Nein. Blitzschlag, lass es einfach. Oh nein, er macht schon wieder. Geht er auf mich oder geht er auf den Wolf? Okay. Kurz Wolfi heilen und. So, dahin bitte. Aua! Was hast du gerade an mir geschmissen? Ein Dolch? Wie kannst du es wagen? Oh, was hat er getobt? Nein, ja, hier muss ich dann vielleicht mal durch switchen. Nach dem Stream. Wo ist denn das jetzt hin? Das hier. Ah, schade. Ah, schade, schade. Ich
bin außer Reichweite. Chef ist schon wieder da vom Laden. Oh, der andere ist auch getriggert. Greift er mich an? Ja. Au. Ich brauche ein Ziel. Das hat wehgetan. Brauche ich den dort noch? Der düstere. Oh, das ist ein kleiner Boss, oder? Bestienmeister der Blutsgalgen getötet. Einer. Nee, das ist was anderes. Nee. Hier rum, Angriff. Wo ist meine Wölfe? Ah, da kommen sie. Wo waren die jetzt bitte? Ah, diese Blitze machen halt so einen Schaden von ihm. Ich muss mich erstmal auf Screen um meine Tränke und all den ganzen Krams kümmern. Irgendwie habe ich gar nichts mehr. Ich muss näher ran. So, ich bin irgendwie gar nicht mehr richtig vorbereitet. So, Healung. Das ist zu weit entfernt. Oh. Ich bin außer Reichweite. Wie brauchen wir denn noch? Mystiker 5 von 7, Jäger 5 von 7. Speer brauche ich halt noch richtig viele. Ich habe kein Ziel. Jäger, Bestienmeister. Oh, den Bestienmeister brauchen wir. Ich muss näher ran. Das passt ja. Den nehmen wir uns gleich mit. Da hinten ist noch ein Speer, den nehmen wir auch mit. Ich bin außer Reichweite. Angriff? Ich muss näher ran. Muss man den Tiger wegmachen, ganz dringend. Oh, haha, Tiger! Ticker! Ein Ticker! Hier ist ein Ticker! So, jetzt können wir den weiter wegnehmen. Okay, perfekt. Der hält aber auch was aus, du. Also was auch so ein bisschen Lappen? Das ist meine Frage. Mache ich einfach zu wenig Schaden? Fress ich zu viel Schaden? Das sind so ein paar kleinen Trollen. Ich bin schon ein bisschen schlecht, ey. Erst ist sein Kopfgeld. Jäger der Blutsgalgen brauche ich aber nicht, ne? Ne, ich brauche noch die Mystiker. Und die Speer. Die werde ich nicht zweifeln, was er mit dem Besten tut. Okay. Dann fliegen wir mal nach vorne und gucken, dass wir da. Was haben wir hier für einen Dude? Wer bist du? Ein Jäger. Jäger brauche ich nie mehr. Jäger habe ich. Ein Mystiker. Let's go. Oh oh. Shit. Nein. Ja, jetzt schießt Energy auf mich. Oh, wir Level up. Nice. Ja, ich glaube, ich sollte mal meine Skillpunkte teilen. Ich glaube, dann werde ich auch stärker. Wobei, ich habe auch die letzten Waffen nicht angelegt, weil ich die nicht so geil fand. Weil ich die Schusswaffen und so nicht mag, ne? Das schwächt mich natürlich jetzt auch ein bisschen. Oh ne, nicht ein Jäger. Kommt der hier lang? Geh weg. Geh weg! Läuft da rein. Das ist alles voller Jäger, ey. Hier ist ein Mystiker. Hier ist auch ein Mystiker drin. Wenn ich da jetzt rein schieße, bin ich am Arsch.
Ich bin so am Arsch. Ich muss näher ran. Aua, was? Ach, die Jäger. Sie mich jetzt immer noch mal damit attackieren müssen, ey. Lass mich doch in Ruhe. Aua. Ich habe kein Ziel. Jetzt kommt die Scheiße nämlich wieder hier. Und Blitzmist kommt wieder um die Ecke, ey. Mist. Nee, die loot ich nicht. Ich denke gar nicht dran an Speer. Hier ist ein Speer drin, ne? Ja. Hoffentlich werde ich nicht bereuen, dass ich wieder reingeballert. Oh, da kommt ein Mystiker, der schießt Blitzer, der kommt zu mir, oder? Nee, er trifft mich nicht. Was ist das? Okay, er hat mich nicht gesehen gehabt. Er hat meine Wölfe angegriffen. Das war mein Glück. Ich brauche noch ein paar Speer. Speer. Okay, hab ihn. Ich hab Schwein geschossen, ich hab Skill. Ich hab was Skill. So. Down. Oh, noch zwei Speer, das ist ein Jäger, da ist ein Speer. Kommt noch ein Speer, wer ist das da? Das ist ein Jäger. Ja, wenn ich den Speer angreife, kommt der Jäger da safe. Na komm. Ja, den einen Jäger krieg ich hin. Schmeißt irgendwelches Zeug nach mir, das keinen Schaden macht. Das ist gut. Oh, Wölfies, Angriff. Mach den Jäger weg. Da hinten liegt da gerade noch ein Speer. Wo ist denn jetzt hingedackelt? Ist das ein Türdackel? Da. Genau. Speer noch an, dann kann man gleich ziehen. Perfekt. Zielen und sterben die auch nicht. So. Ich brauche ein Ziel. Zack, und in die Lüfte und ganz schnell Abgang machen. So. Durch die Bäume und weg. Oh, angenehm. So, da haben wir das auch schon mal. Aber diese nervige, wo ich verzaubert war, in so einem kleinen Dino, kommt eigentlich auch noch. Dachte ich zumindest. Bin ich mir unsicher, ob das doch hier war. Aber ich dachte es, hier drüben, das hier. Sulgurup. Ich dachte, hier müssten wir das machen noch irgendwie. Wenn natürlich nicht, werde ich mich nicht beschweren. Jetzt gehen wir das mal ab. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. 40 wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich hätte gestern noch gucken müssen, wie auf welchem Level ich das schnelle Fliegen, also schnelle, das letzte große Reiten mir holen kann. 1500 Gold habe ich. Also es sollte auch reichen eigentlich für das ganz schnelle Reiten. Hey! So, hier hast du die Leiche von dem Loot. Das habt ihr gut gemacht, Mensch. Wir haben einen Kopf, einen Körper und etwas Juju-Voodoo-Mojo-Unsinn. Jetzt noch ein kleiner Elektroschock und alles in Gang zu bringen. Oh nein. Blutfürst Manduki. Okay. Gib uns mal die Armquest, bevor ich das jetzt weitermache. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Erst einmal. Vielleicht werden wir euch in Zukunft noch einmal rufen. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass ihr das werdet. So, den hier noch. Hallo. So, hier hast du die drei Totem-Dinger, die drei Ikonen-Dinger. Erst rettet ihr mich aus der Zelle des Wahnsinnigen und nun bringt ihr mir einige der Schlüssel zum Verständnis des Trollschamanismus. Diese Woche kann sich sehen lassen. Noch einmal vielen Dank. Ich werde dafür sorgen, dass der Wildhammer-Clan euch unterstützt, wenn ihr eure Reise fortsetzt. Das finde ich super. Der Ring ist gar nicht verkehrt, den nehme ich. Geisterhabern kann dann weg dafür. Okay. Bleib sauber. Das Geisterhabern können wir wegmachen. Ist das hier, ne? Ja. Alles klar. Oh, wie viel Crit ich da immer verliere.
mal, I don't like it. Oh, die Vorlage habe ich noch nicht. Oh. Ja, dann. Das ist aber, doch, das ist ein zweihändiges Schwert. Okay. Okay, das nehme ich. Tukins winziger Bogen. Ach so, das Ding kann ich eigentlich auch mal jetzt verticken wieder, oder? Ja, komm. Jetzt schmeiß ich mal weg hier, das kann ich, das muss ich nicht behalten. Das Ding muss ich ja nicht behalten. Oh, die Muscheln können wir öffnen. Na, ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Fleisch. Achso, wenn man das hier kann ich eigentlich auch mal mit hier rüberpacken. So, dann nehmen wir mal die Quest an. Jetzt wird's witzig. Nicht. Mensch, ihr habt gerade euren schlimmsten Albtraum erweckt. Dachtet ihr etwa, ich wäre ein Freund, Mensch? Ihr habt euren Zweck erfüllt. Dank euch bin ich wieder ins Reich der Lebenden zurückgekehrt. Deshalb werde ich euch nicht töten, sondern euch einen Handel anbieten. Gebt mir den Raptor. Euch dürfte bereits klar sein, dass dies kein gewöhnlicher Raptor ist. Ich brauche einen Ersatz für Ogan. Tut es, sonst werdet ihr und der Gnom meine Rache zu spüren bekommen. Ja, toll. Ich verlange nur den Raptor, Mensch. Gebt ihn mir, dann lebt der Gnom weiter. Wow, der Gnom ist mir genauso egal. Freut mich, dass ihr zu Besinnen gekommen seid. Ihr müsst uns mal in Sulgrub besuchen, Mensch. Ich werde euch beobachten. Bringt das Päckchen... Oh, also der Gnom hat, ne? Okay. Welch Freude, euch zu sehen. Danke, Tanisa. Ich weiß, dass ihr mein Leben nicht hättet retten müssen. Es ist schlimm, dass Blutfürst Mandoki zurückgekehrt ist. Er wurde vor einigen Jahren in Sulgrub getötet. Wir dachten, wir würden ihn und sein Volk nie wiedersehen. Die Trolle von Sulgrub versuchten sich an einem schrecklichen, widerwärtigen Ritual. Wenn Mandokir lebt, dann ist es nur logisch anzunehmen, dass er nicht der Einzige ist. Die Forscher in Fort Livingston, weit im Süden, wissen vielleicht mehr. Sprecht mit ihrer Priesterin. Man sieht sich! Alles klar. Jetzt müssen wir, genau, jetzt sind wir da runter. Okay, jetzt sind wir im südlichen Teil. Sehr, sehr schön. Ich denke, was ich auch mal machen werde, das werde ich auch zwischendurch machen. Ich glaube, das werde ich einfach so im Stream machen, nicht als Live-Let's Play. Transmogs-Farm, wenn ich zum Beispiel die alten Dungeons mal durchspamme ein bisschen, um die Transmogs zu kriegen. Das wäre auch ganz cool. Also on Streams machen, ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie mit beim Let's Play dazu packe, irgendwie, dass man die Dungeons sieht. Das da hinten ist das, wo das Tor ist. Wenn ich Glück habe, umgehe ich die Nummer. Das wäre cool. Ich bezweifle es aber, naja. Wenn wir alle Quests machen wollen, wird das dazukommen. Gut. Wenn ich das Gebiet hinter mir habe, dann ist eigentlich das Spiel, dann wird das Spiel super. Bin ich voll motiviert, das jetzt gerade mal voll durchzuziehen, dieses Gebiet. Ah, gucken wir mal. Gucken, dass mein Mikro noch... ja, ist noch alles gut. Ah, nicht, dass ich wieder auf den Knopf gekommen bin und ich mich ganz gemutet habe, das wäre schlecht. So, Landeanflug einleiten. Landebahn freihalten, Achtung. Aufsetzen. Die Landung lief gut. Was so, habt ihr zu erzählen? Wulfred Harris. Drei Aufgaben, let's go. Haltet die Ohren steif, die Schatzkiste ja. Der Moschok. Es gibt Neuigkeiten aus dem Rebellenlager im Norden. Ich habe gerade von einem Soldaten namens Nimitz erfahren, dass eine Jägerin dort oben entschlüsselt hat, dass die anderen in den Wahnsinn getrieben hat. Das war nicht zufällig ihr, oder? Doch, das waren wir. Wie dem auch sei, er hat mir eine Probe dieser Steine geschickt und sie sehen genauso aus wie die, die ich auf dem Ogerhügel der Moschok im Nordosten entdeckt habe. So wie ich gehört habe, bewachen die Oger eine Truhe in irgendwelchen Ruinen hinter ihrem Hügel. Ich vermute einen Zusammenhang. Würdet ihr sie für mich holen? Natürlich. Passt auf euch auf. Auf zum Kap. Es würde euch nicht gefallen. Die Forscherliga entwickelt sich ständig weiter.
Sie haben nicht nur Worgen wie mich aufgenommen, sondern sie haben auch ihre Suche nach Artefakten ausgeweitet. Einer unserer besten, Brownwin Hackschlag, hat im Süden ein Lager aufgeschlagen. Er glaubt, dass dort ein Gegenstand verborgen liegt, der von den Titanen stammt. Brownwin hat mich darum gebeten, einige Aufgaben hier im Norden zu übernehmen. Eine dieser Aufgaben ist es, mögliche Rekruten zu finden. Ihr scheint aus dem richtigen Holz geschnitzt zu sein. Sprecht mit Robert Rhodes, dem Flugmeister. Er wird dafür sorgen, dass ihr dorthin gelangt, auf Bronys Kosten. Das klingt gut. Auf Andermanns Kosten finde ich super. Gnomeregan erforschen muss. Die Hauptstadt der Gnome, Gnomeregan, ist seit einiger Zeit nicht mehr unter ihrer Kontrolle. Ich weiß, wie es ist, ein Zuhause zu verlieren. Bitte begebt euch nach Gnomeregan und sprecht mit dem Kommandosoldat Murdoch, einem Mitglied von Sicher. Wenn ihr ihnen irgendwie helfen könnt, ihre Heimat zurückzuerobern, dann fordere ich euch auf, es zu tun. Jene Hallen bergen dunkle Geheimnisse. Lang lebe Graum. Kriegt man hin. So, hier ist die Priesterin, mit der wir reden sollen. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Oh Gott. Mandukir lebt ja. Ihr tragt die Verantwortung, ja. Vielleicht könnt ihr ihn noch aufhalten, ja. Warum redet sie so komisch? Um Mandukir zu erkennen, müsst ihr Mandukir sehen. Um Mandukir zu sehen, müsst ihr Augen von Raptor benutzen. Ihr habt euch angefreundet mit Raptor. Oganaka, Tochter von Ogan. Um Freundschaft zu stärken, brauchen wir Federn. Geht nach Nordosten und ihr werdet Federn finden. Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Nüt, Rückwärtsgang. So. Grüße. Ich möchte hier mal zu. Ich mache das hier mal zu meinem Gasthaus. Ich habe so eine Vermutung. Mal so sporadisch mal machen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Oh, ich könnte gleich mal mein Zeug verkaufen. Das wäre auch gut. Den Ehrenfreund. Das Gedankenauge. Einer der zahlreichen Schätze dieses Tals findet sich ganz in der Nähe auf unserer Seite der riesigen Wirbelstroms. Ein Ogermagier auf dem Ogerhügel, der Moschok, nordöstlich von hier, besitzt es. Sein Name ist Maisot. Ich habe gehört, er sei boshaft und seine Magie stark. Wenn er das Gedankenauge besitzt, sollten wir seine Magie noch stärker sein. Seid vorsichtig. Das Gedankenauge. Oh, okay. Mit Schmiedekunstbedarf. Ich muss hier auch mal. Was kann ich für euch tun? Kurz nochmal was gucken. Habe ich nochmal jetzt irgendwas bekommen? Nee, eigentlich nicht, ne? Die Schusswaffen möchte ich nicht benutzen, obwohl die halt wesentlich besser wären. Aber I don't like it. Das Licht sei mit so euch. So, mein Freund, ich würde mal alles bei dir verticken, was ich nicht mehr brauche. Handwerksmaterial. Ich glaube, ich mache das dann später mal offscreen. Also ohne Aufnahme und ohne Stream. Dass ich mal auch nach den ganzen Kochrezepten suche und wo die Lehrer sind und das alles. So, bräuchte ich halt echt mal alles. Warte mal. Rückkauf? Warte mal. Diese Vorlage noch nicht gesammelt, habe ich es richtig gesehen. So. Die Geschichte, die würde ich mir halt aufheben wollen. Weil ich glaube, die habe ich sogar noch, ne? Päckchen für Sturm, das können wir mit hier rüberpacken. Hier ist nichts drin, das ist alles nur Crafting-Stuff. Ich muss den Crafting-Stuff halt auch mal loswerden, ne? Ist das Ding eigentlich gut? Nee, nicht wirklich. So. Für das Transmog. Ehre dem König, Freund. Oh, kannst du haben. Bitte schön. Ziehe den Ehrenfreund. So, was kommt als nächstes? Einmal das Gedankenauge. Schatzkiste der Moschok. Dschungelpischer Feder. Ich sage, wir machen erstmal das hier, dass er mich da auf Kosten jetzt da hochschickt. Wofür sagte er, habe meine Reise zur Ausgrabungsstätte der Forscherliga bezahlt. Ich bin bereit zum Abend. Ja, let's go. Wo geht's denn hin? Nach links? Rechts? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Bitte nicht da runterfallen, danke. Wie kommst du denn wieder raus, wenn du hier runterfällst? Wenn du nicht fliegen kannst, hast du eigentlich verschissen, oder? Wahrscheinlich stirbst du da unten. Ah, jetzt sind wir auf dem unteren Teil. Okay. Arena der Gurubashi.
Das ist nicht eine PvP-Arena. Oder die Folge ist ja schon zu Ende. Gar nicht aufgefallen. Wir landen noch kurz. Landemanöver einleiten. So. Da angekommen, würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.